So, willkommen zurück bei Dark Souls. Wir stehen hier kurz vor dem Chaoswesen. Bed of Izalith, heißt das glaube ich auf Englisch. Okay, da wir mit diesem Boss, diesen Pyranjoa gar nicht brauchen, hau ich mir gleich mal meinen Fangsbogen hinein. Ich würde sagen, Gear und alles lassen wir so, wie es ist. Ja. Vielleicht noch dieses schwarze Ritterschild rein. Aber ansonsten, Gear lasse ich halt mal so, wie es ist. Mal sehen, wie es funktioniert. So, ich rutsche jetzt mal runter, ja, und dann zeige ich euch, was man mit diesem Boss alles so machen kann. Sinnvoll wäre hier natürlich ein anderer Ring. Ich weiß nur nicht welcher. Ich nehme einfach den Glottierring. Wieso nicht? So, hier haben wir unseren Boss. Ja, das ist so, für meine Meinung nach ist das ein Baum, ja. Wahrscheinlich ist das eh dieses Wesen, ja. Man sieht jetzt hier links und rechts diese Energiekugeln, ja, die müssen wir beide zerstören. Ob das von diesen Rangers geht, weiß ich gar nicht. Und da müssen wir da in der Mitte durch, ja. Wie gesagt, von dieser Entfernung macht er mal gar nichts. Ich probiere mal. Vielleicht geht das ja. Na okay, schauen wir mal. Also, ich laufe jetzt mal nach rechts, ja. Am Anfang passiert einfach mal gar nichts. Außer dass er ab und zu herumschlägt, ja. Passiert grundsätzlich mal gar nichts. Also beim ersten Mal trifft er normalerweise niemanden, ja. Aber da ist eine Hand. So, diese Wurzeln muss man abschlagen. Die Frage ist natürlich. Also es geht die Möglichkeit, die linke da mit dem Bogen abzuschießen, nur habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. So, ja. Oh, sorry. Der Controller auf einem Holztisch ist natürlich nicht so praktisch. Der ganze Zeit vibriert. Ja. Jetzt kommt da so eine grausame Hand, ja. Also so eine Sichel. Ja, auf wieder, ja. Die ist nicht so geil. Kann seine Hand nicht abschlagen, leider. So, ja. Ja, das wäre schon das erste Mal gewesen. Aua. So, wir springen da rüber, das geht. Und hier auch. Das geht auch noch. Gut. Wow, das hätte uns jetzt fast getötet da. Hier rüber. Immer halt schon vorsichtig hier entlang gehen, ja. Aua. Okay, das hier bricht nicht ein, weil da kommt man ja immer wieder runter, ja. So, ja, mit dem Schild macht er nicht viel Schaden, weil es hat so eine hohe Feuerresistenz, ja. So, das bricht ein. Man kann aber hier durchgehen, ja, ganz gemütlich. So, jetzt ist es ein bisschen... Okay, wir haben keine Pfeile mehr, das heißt, wir müssen das sowieso hin. Sticht da aber schon knapp ein. Okay, hier sterbe ich dann meistens. Aus unerklärlichen Gründen sterbe ich hier meistens. Ja, hier drinnen macht uns wieder nichts mehr. Das ist natürlich recht wunderbar. So, weg ist seine linke Hand. Die kann man auch abschießen mit dem Bogen, ist aber ziemlich egal, ja. Es wird jetzt dann einfach nur beschissen schwer, meiner Meinung nach. Jetzt bekommt das Ding nämlich eine zweite Hand. Ja, das wird jetzt richtig geil. Jetzt hat er nämlich auch noch so eine kleine Feuernova. Also nicht eine Feuernova, sondern er hat halt die Möglichkeit jetzt so Feuerflammen in die Höhe zu pushen. Ja, genau das. Und wir sind tot. Das war jetzt natürlich eine blöde Aktion, aber wir sind jetzt tot. ja. Passiert halt immer wieder bei mir.
Frage ist natürlich, ich hätte schon mal meine Seele wieder. Das ist natürlich die Frage, wo sind die? Ja. Ich pushe jetzt lieber, ich tue mir wieder mal diesen orangenen Ring rein. Ja, das kann man jetzt wegtun, das braucht man jetzt auch nicht mehr. Man kann man hier jetzt gemütlich wieder zum Boss latschen. Man kann auch bei Quila-Gruppen immer wieder runterlatschen. Das ist eigentlich absolut kein Problem, das macht gar nichts, ja. Es ist halt hier, ja, ein bisschen... mir kommt es von hier aus ein bisschen kürzer vor. Und ja, da muss man halt selber entscheiden, welcher Weg einem kürzer vorkommt oder nicht. Oh, bei diesen Viechern laufe ich jetzt alle mal vorbei, die interessieren mich jetzt nicht mehr. Ja, die laufen. Laufen, laufen, laufen. So. Ja, dann geht's halt dann nochmal eine Runde. Einmal auch vorbei bei diesem Viech. Ich glaube, dass es auch die Dicks zerstört. Ich weiß es nicht. So. Ah, der Pyromant da oben, der scheint nicht mehr. Ja, der bleibt tot. So wie er ist. Ah, da. Jetzt können wir auch wieder zu ihm, ja. Also, es ist. Also, das wäre jetzt sowieso mal der, überhaupt der allererste Run, wo ich es geschafft habe, beide Energiekugeln zu zerstören. Das heißt, die Steigerung wäre dann ja nur noch, alles auf einmal zu schaffen, ja. Okay. Den Ring tun wir weg. Und pushen uns. Ja. Also, ganz ehrlich. Ich hau mit dem Garantiering rein. Jetzt kommt eine Stelle. Die ist sehr, sehr grausam. Ja, jetzt müssen wir mal in die Mitte. Jetzt ich schau mal kurz, wo meine Items liegen. Ja, ja, das Feuer, das ist auch grausam. Wo liegt denn mein Zeug? Ja, also ich laufe mal hier ein Stück rum. Vielleicht sehe ich es da drüben. Ah, da drüben liegt's. Also, ich sag's jetzt mal so, ich probiere das wieder zu holen und wieder zurück, also zurückzuspringen. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber. Also, haben tue ich schon mal. Ich heil mich mal. Die Frage ist. Ja, ich komme wieder zurück, das ist auch gut. Ja, wenn wir die Sachen schon mal haben, ist es nicht so schlimm. Schlimm wie jetzt erst, ja. Okay. So, jetzt müssen wir da in die Mitte rein. Das Problem ist, ja. Das da in der Mitte. Ja. Also, da in der Mitte bricht der Boden runter. Und er fährt da mit seinen Händen herum. Ja, das ist ein bisschen bitter, weil diese Hände schlagen einen gern hinunter. Also ich habe zumindest mal den Vorteil, dass ich mal meine Seelen wieder habe. Und ich habe auch den Vorteil, dass meine Seelen wahrscheinlich jetzt gleich irgendwo liegen werden, wo ich sie ganz bequem bekommen kann. Das hoffe ich zumindest. Ich hoffe nicht, dass sie am Baum schon unten liegen, weil das wäre sehr fatal. Also wir hätten es auch fast geschafft, dass sie auf diesem Baumstamm oben kann er uns mit nichts treffen, außer diesem Feuer, was er castet. Das kann uns da treffen, sonst eigentlich nichts. Das Problem, was ich hatte, ist, dass wenn man hineingeht zu ihm, also über den Baumstamm drüber und dann drinnen ist, dann ist ein Haufen Gestrüpp da drinnen. Das Problem ist, dass dieses Gestrüpp sehr, sehr gemein ist, weil das verhindert das Voranschreiten. Ungemein. Und zwar hat das den Nachteil, dass da drinnen kann er diesen Feuerzauber casten und da kann man nirgends hin. Also da kann man nicht ausweichen, ja? Also, wenn man da drinnen auf diesem Feuerzauber erwischt wird, dann war es das eigentlich, ja? Grundsätzlich. Also ich hab's kurz bisschen, also ich habe es überlebt, ganz knapp, sage ich jetzt mal. So, ja,
Das wäre jetzt eigentlich das dritte Mal, dass wir diesen Boss machen. Also, gar nicht so schlecht, finde ich. Besser als man stirbt, also als man stirbt 5-6 Mal, ne? So. Da unten, ich sehe schon meine Seelen da unten liegen. Das ist sehr praktisch. Also, sieht gut aus. Das gefällt mir sehr gut. So, ich hau mir mal etwas Flakon rein. Man weiß ja nie, ne? So, drin haben wir auch das Schwarzritterschild. Das schirmt halt schon ziemlich ab. Na, es zieht halt viel Ausdauer ab, wenn man getroffen wird. Aber es schirmt halt doch sehr viel Feuerschaden ab. Ja, hier auf der Rampe tut uns das nicht weh. Sage ich jetzt mal. So, ich hol mir mal meine Seelen. So. Wir laufen jetzt mal nach vorne. Aua. So. So, er flatscht jetzt da mit seinen Händen, mit seinen grauslichen. Ja. Nein, das war's auch nicht. Das war zu weit. Ja, dieser Boss wird uns jetzt ein paar Minuten kosten. Sage ich jetzt mal. Also man braucht circa 2 Minuten, bis man bei ihm ist. Und ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich werde es aber nicht vorspulen, das ist ganz sicher nicht, weil... Das ist ja dann langweilig, ne, wenn auf einmal der Boss tot ist, ja, weil ich kann ja nicht sagen, wann ich das jetzt packe, ne. Also ich könnte jetzt natürlich vor jedem Boss eine Aufnahmepause machen und dann halt den Boss aufnehmen, ein bisschen dazu quatschen, jedes Mal sagen, was das für ein Try ist. Und am Ende könnte ich dann natürlich sagen... Also ich könnte natürlich sagen, ich habe ihn dann gleich beim nächsten Mal geschafft. Jedes Mal. Ich könnte natürlich auch sagen, es ist der Try 125 oder so. Und der Boss liegt immer noch nicht. Es ist jetzt schon knapp 3 Uhr morgens und so. Aber nee, das ist ja irgendwie langweilig. Wir werden jetzt diesen Boss einfach mal... erledigen. Es wird schon nicht zu lange dauern, sag ich jetzt mal. Er ist natürlich gemein. Das gebe ich gern zu. Ja, diese Boss, diese Monster. Also mit dem Schwert reicht geht's auch noch, ja. Also ich finde, das Schwert an sich finde ich ja geil, weil es einfach wenig Ausdauer braucht, sehr, sehr schnell ist. Nachteil ist halt, dass es nur Feuerschaden macht, nur ganz wenig physisch. Und was noch der Nachteil ist, man braucht Menschlichkeit, damit es so richtig abgeht, ja. Aber sonst so. Es ist gar nicht so schlecht für eine Anfangswaffe, ganz sicher nicht, nicht schlecht. Wenn man auf jeden Fall leveln geht und sagt, man braucht jetzt da oder farmen geht, dann kann man das auch jedenfalls benutzen, weil beim Farmen nimmt man sowieso immer 10 Menschlichkeit. So. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt dieses Schild nehmen soll. Weil es prinzipiell ist egal, weil wir sowieso nicht so viel blocken wollen. Ja, also wir bekommen jedes Mal 1000 Seelen dazu, wenn, umso öfter wir das machen. Das heißt, 100 Mal gemacht, 100.000 Seelen. Also, ganz praktisch. Wäre es mir natürlich lieber, wie wir diesen Boss töten, anstatt 100.000 Seelen zu farmen. Oh, jetzt hat er seinen Feuer nicht gecastet. Oh. So, ja. Wir rushen da jetzt durch. Also was heißt, wir rushen hier durch? Das Feuer kommt, sind wir im Arsch, ja? Da ist das Wesen. Einschlagen ist tot, ja? Also... Das ist ja nur das große Wesen, also das ist vergrößert, ja? Das ist unsere letzte Fürstenseele, die wir haben. Es entsteht hier auch gleich ein wunderbares Bonfire, ja? Ich könnte den Schlangenring anlegen, es ist mir aber ziemlich egal, ja. Okay, wir hätten das Vieh erledigt. Das heißt, wir haben alle Fürstenseelen. Das ist natürlich jetzt wunderbar. Jetzt sollte man natürlich farmen gehen, ja. So, wir gehen jetzt mal zu der Hexe. Also, der Chaos-Tante. So, da hinten liegt jetzt natürlich Kirk. Der Ritter Kirk, ja. Und da haben wir seine Rüstung. Okay. Was ich natürlich als nächstes jetzt vorhabe. Ich überlege gerade, was habe ich für Zauber mit. Ja, Giftnebel brauchen wir nicht. Hier können
wir noch schauen, ob wir noch irgendeinen sinnvollen Zauber haben. Ja, die Zauber werden jetzt nicht so viel Schaden machen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja, wir nehmen halt die Kristallflugseelenmasse mit, weil die können wir auch mit der linken Hand zaubern, göttlicherweise. Und dann noch die Kristallzauberwaffe so. Okay, ich ziehe mich mal kurz ein bisschen um. So, das schwarze Goldsamenzeug. Das hat die meiste Giftresistenz. Wir werden jetzt noch gar nicht so schnell wohin rushen, sage ich jetzt mal. Dazu brauchen wir weder Schild noch sonst was. Aber so können wir uns auch sparen. Die sollte an sich leicht genug sein. Ja. Okay. Also, jetzt können wir uns mal meine Ausdauer ansehen. Ja, die ist innerhalb von einer Sekunde gefüllt, ungefähr. Also, recht geil. So, mit 132.000 Seelen im Gepäck. Das ist ganz praktisch. So, man könnte natürlich jetzt... Wir haben jetzt alle Fürstenseelen, ja. Wir haben alle Fürstenseelen, die man braucht. Vier eben. Also von Seth, von Nito, von den Four Kings und von dem Bad, also von dem Chaoswesen. Und jetzt ist eigentlich nicht mehr viel da. Also jetzt gehen wir dann schon Richtung Ende. Man kann jetzt farmen gehen, ja. Also wer jetzt die Erweiterung nicht spielen will oder sonstiges, kann eigentlich farmen gehen. Und zwar alles, was er noch braucht. Das heißt, sämtliche Silberritterwaffen bräuchte ich jetzt zum Beispiel noch. Die kann ich aber nicht mehr farmen. Wie ihr wisst, da habe ich ja ein bisschen gefailt. Deswegen kann ich die nicht mehr farmen. So. Wir gehen mal zu dieser netten Dame. Outstanding. You have done. Die ist nämlich richtig, richtig froh, dass wir das Chaoswesen getötet haben. I suppose I can call you fool no longer. I can hardly thank you enough. Please take this. It is all of me. Ja, also die gibt uns jetzt noch den Feuerorkan, weil wir eben dieses Chaoswesen getötet haben. Da steht sie total drauf. Ja, hier sollte man eben alles aufkaufen, was man brauchen könnte. Ich brauche nichts, Waffe habe ich auch nichts mehr zum Umwandeln, ja. No luck, do not. So, mehr brauchen wir von ihr nicht. Okay. Mit dem Gear und der Ausdauerregeneration, also der Ausdauer, die wir da haben, kein Problem. Vielleicht werde ich mir noch sogar, hier kann ich auch noch die andere Maske raufschmeißen, also einen anderen Kopfteil. Und zwar den da. Habe ich noch mehr. Was ist jetzt noch eine Möglichkeit? Also, wo war ich jetzt gerade? Ja, mit der Frau kann man reden, bla bla bla. Die gibt einem das Teil auch, wenn man sie tötet, glaube ich. Wir werden jetzt mal das Teil ziehen. So. So, wir gehen jetzt. Es ist jetzt... Ja, wer jetzt eben... Was die sie nicht mehr macht, da kann im Prinzip farmen gehen, ja. Also sämtliche Sachen, die einem noch fehlen, Zauber, Wunder, die man noch kaufen kann, sage ich jetzt mal. Und also ein kleines Gebiet kommt noch, aber da gehen wir noch nicht hin. So, da ist Siegmeier. Ja, den treffen wir hier unten noch. Angeblich muss man dem hier nicht helfen. Ich helfe ihm trotzdem immer gerne. Ja, der schläft schon wieder, ist eh klar. Ja. Also. Nochmal. Oh ho! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far. But I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask. But can you spare a few scraps of moss? Ja, natürlich. Also, da kann man ihm solche Moosklumpen geben. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please. Okay. Take this. A symbol of my appreciation. Da bekommt man sein Schild.
Our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. Ja, das war's. Mehr quasselt er nicht. Aber wir töten die Viecher noch kurz. Ah, der droppt sogar was. Wunderbar. Mehr gibt's hier dann nicht. Und das passt auch so, weil ich laufe da jetzt nicht mehr hin. Wir haben glücklicherweise noch zwei Hämmerknochen. Ich habe da ja beim Farmen so viel verbraucht. So. Jetzt kann ich das ganze Gear wieder weglegen. Gebe ich mir wieder mein anderes Gear rein. Ja, ist besser. Gefällt mir besser. Paladin musst du. Wo sind die Giant-Sachen gewesen? Nein, nein. Hier nehmen wir die Steinstumpen und hier nehmen wir die, Giant-Sachen. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Harvest Ring. Dabei holen wir hier den Schlangenring rein und den Rest lassen wir so wie es ist. So, wir werden jetzt nämlich zu der Stelle gehen, wo ich gesagt habe, wo der Boden wegbricht, in Lost Isolith. Gehen wir hier entlang. Jetzt kommt natürlich wieder dieser Titanit-Dämon. Ja. So, jetzt gehen wir am besten hier runter. Ah, das schmerzt ein bisschen, ist aber nicht so tragisch. Ah, die Tür ist jetzt, wie gesagt, offen und die bleibt auch offen, egal ob man in dem Bund, in dem Chaos ID ist oder nicht. Sie bleibt auch offen, wenn man sie von der Seite öffnet mit dem Chaos ID und dann austritt, da bleibt sie auch noch offen. Das ist im Prinzip wie wenn du sie dann von der anderen Seite geöffnet hättest, ja. Ah, wir werden da ein bisschen die auf jeden Fall noch töten. Ja, das Lustige ist, diese Viecher können nicht durch die Tür da vorne durch. Das ist ihnen irgendwie nicht erlaubt oder so. Also die stehen dann da wirklich an, ja. Also Leer sitzt immer noch da, der sagt auch nicht mehr wie sonst, also wie vorher. Ah, die droppen nichts. Ich meine, ich habe da letztens unfreiwillig gefarmt, weil ich bin einfach so oft gestorben. Dass ich einfach so oft hier vorbeigekommen bin, dass das Farmen hier eigentlich kein Problem war. So. Hier schmeiße ich mir immer noch gern Essos Flakon rein. Man kann bei diesem Titanit-Dämon. Ah ja, genau, richtig. Das ist der einzige Titanit-Dämon, der respawnt. Das heißt, hier kann man auch Dämon-Titanit farmen. Da ich aber sämtliche Waffen habe, ja, die ich brauchen kann, ja. Ah, das war daneben, mein Freund. Also, ich habe sämtliche Waffen, die ich brauche, die Dämon-Titanit brauchen, aufgewertet. Das ist eben das Furchenschwert. Mehr brauche ich da nicht. Aber wir werden jetzt die nochmal töten. Nicht, dass du mir anfängst, Feuer zu speien, mein Freund. Aua. Aber der natürlich, ne? Okay, so, du noch. Und jetzt geht man am besten auch dort, wo das Item. Genau da, wo das Item liegt. Ja? Geht man entlang. Weil, wie gesagt, das bricht ja alles weg. Ja, zu Sigma auf Katharina kommt man schnell. Weil er steht jetzt hier. Wie manche Leute gesehen haben, steht er jetzt hier. Ich überlege nur gerade. Ich diese Viecher töten kann. Ohne hinunterzufallen. Ich glaube, hier von hier aus geht sicher. Ah, dann werde ich mir etwas. Werde ich mir einem kleinen Hilfsmittel bedienen. Werde mir hier den Bogen reinschmeißen.
Ja, das macht nichts. Okay, ja, das ist ein bisschen traurig hier. Eieiei. Das ist so, wenn man die nämlich jetzt tötet. Ah, das hat natürlich jetzt mal gar nichts gebracht. Ja, ich überlege gerade. Nein, zu ihm kommt man nicht mehr. Das ist ja das Problem. Außer wenn man runterfällt. Ja, ich habe die letztens. Ich habe die das erste Mal mit meinem Wrath of the Goth getötet, während also er halt hier unten war. Ich fall da jetzt sicher runter. Das gibt's ja nicht. Dass die da keinen Schaden bekommen. Eieiei. Es wird ein bisschen tricky jetzt. Ah ja. Okay. Okay. Besser. So, einer wäre mal weg. Fehlen noch ja, ein paar. So, ich kann die jetzt. Ja, jetzt ist es blöd. Jetzt kann ich nicht mehr weg hier. Die kommen auch nicht näher, ne? Also. Wie gesagt, ich kann ihn jetzt da ansprechen, dann würde er da runterspringen. Das Problem ist, er wird wahrscheinlich sterben bei 3. Ich bekomme die auch nicht alles so schnell weg, ja. Das Problem ist, er muss das Ganze hier mit. Ach, das geht nicht, ne? Ah, okay. Lassen wir das. Er muss das Ganze mit 50% Gesundheit überleben. Das wird er aber nicht, wenn ich jetzt die nicht alle wegbekomme irgendwie. Aber ich probiere nochmal eins. Ich werde mir diese Kristallseelenmasse draufschmeißen. Einmal dieses Kristallzeug und dann quasseln wir ihn an und dann machen wir das. Ja, also die sind ja jetzt gar nicht so schwer. Also sie sind ja nicht schwer, aber das Problem ist, wenn der wirft sich da jetzt runter und opfert sich. Oh, oh. Excuse me, must be the wall. Ja, der opfert sich da jetzt und wenn der unter 50% Gesundheit hat, dann stirbt er. Dann tötet er sich. Ja, ich überspringe das kurz, weil sonst geht mir mein Buff aus. Ach, das war ein bisschen blöd. I owe you much by the honor of the Knights of Katarina. Allow me to assist you. And now, I go. Don't be slow. Okay, yeah. Come on! Over here, you perish! Owl speakers! Okay. I am Sigmire of Katarina! Okay, ich hau mir mal was rein. So, ja, die haben alle schön die roten Brocken gedroppt. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, was er sagt. Ich hoffe, er tötet sich jetzt nicht. So, ja, da liegt auch ein roter Brocken. Okay. That's your game, is it? Well, I'm certainly not backing down. By the honor of my knighthood. Eieiei. Na, tötet er sich jetzt? Why, you, didn't you get away? Well, you saved me, once again. Dear me, what can I say? I have failed you. Ay, ay, ay. Okay, er tötet sich selbst, das ist jetzt. Ja. Also er muss das hier mit 50% Gesundheit überleben, sonst endet diese Quest leider nicht, ja. Ich hab's jetzt nicht geschafft. Er droppt Menschlichkeit um diesen gefleckten Steinplattenring.
der gegen sämtliche Sachen, also das heißt die gegen sämtliche Sachen, der gegen sie sehe irgendwo sich hier drinnen jetzt. Wo ist er? Der da. Also gegen sämtliche Sachen, gegen sämtliche Elemente erhöht er diesen Widerstand und so weiter. Ja, wenn man ihn jetzt natürlich nicht, wenn er es natürlich jetzt überlebt hätte, dann wäre das natürlich jetzt viel besser für uns gewesen. Naja, es ist ja. Ja, ich konnte mich auch nicht gut bewegen, aber egal. Also, ganz am Ende findet man am Aschesee dann seine Tochter und ihn, und da schenkt sie uns dann eine Titanit-Scholle. Also, eine weiße Scholle, glaube ich, oder ebenso eine, wo man pushen kann. Die Waffen und so auf +15, ja, die schenkt sie uns dann. Und ja,